Wir sparen Wasser, wo es nur geht. Wir drücken Spartasten, wir haben Perlatoren drin, wir haben neue Duschköpfe. Was halten Sie denn davon? Wir leben in einem wasserreichen Gebiet in Deutschland. Von daher ist es nicht unbedingt der Nutzen für die gesamte Umwelt, für uns, für alle, dass wir Wasser sparen, weil wir in einem Kreislaufsystem arbeiten. Wenn das kein Nutzen ist, wie Sie jetzt sagen, kann das irgendwo in irgendeinem Bereich ein Schaden sein? Selbstverständlich. Die Wasserversorgungsanlagen sind groß ausgelegt. Wenn sie wenig Wasser brauchen, stagniert das Wasser in den Wasserleitungen und kann zu Verunreinigungen führen, kann aber auch dazu führen, dass wir die Leitungen spülen müssen oder im schlimmsten Fall die ganze Infrastruktur kleiner machen müssen. Das heißt, der Gesamtsumme der Wassersparen führt letztendlich zu einer Kostensteigerung. Also einen Punkt habe ich jetzt ganz besonders gehört. Ich muss die Leitungen spülen. Das mache ich ja dann auch wieder mit. Trinkwasser. Mit Wasser. Das macht ja dann irgendwie gar keinen Sinn, oder? Das ist unlogisch, aber damit kämpfen nicht nur wir, sondern speziell auch die Abwasserleute, die dann die Kanäle spülen müssen. Weil wir im Haushalt Wasser sparen, muss es in den Kanälen verschwendet werden? Sehr irritierend. Also das hat mir überhaupt noch keiner so direkt gesagt, dass Wassersparen im Grunde genommen keinen Sinn macht. Oh. Wie viel Liter Wasser werden dafür gebraucht, um so ein Stück Kanal hier zu säubern? Naja, der hat so im Tank so seine 6 bis 8 Kubikmeter und wir müssen dann hin und wieder mal nachfüllen. Ist es so? Ja. Also, weil ich bin ja auf der Suche, macht jetzt Wassersparen Sinn oder macht Wassersparen keinen Sinn? Und wenn ich jetzt immer meine WC-Spartaste schön benutze und Sie aber jetzt hier 6 Kubikmeter Wasser hier durchjagen, dann macht ja privates Wassersparen gar keinen Sinn, oder? Das ist richtig. Aus Umweltgründen macht das überhaupt keinen Sinn. Sondern wir haben uns mal entschieden für eine Schwemmkanalisation. Mhm. Schwemmkanalisation heißt, ich brauche ein gewisses Maß an Wasser, damit das auch in Schwebe gehalten wird. Aber Herr Dr. Rolfs, ich habe jahrelang den Menschen gesagt, spart Wasser, setzt irgendwelche Perlatoren ein, lasst Wasser nicht laufen, also verschwendet kein Wasser, weil das ja auch Geld kostet. Wir müssen die gesamten Kosten der Abwasserbeseitigung kostendeckend an den Bürger weitergeben. Das heißt, über meine Abwassergebühren kriege ich das irgendwann wieder, was ich vielleicht beim Wassersparen im Privathaushalt eingespart habe. Richtig. Wenn wir nicht permanent unsere Wasser-WC-Spartaste drücken würden, dann bräuchten Sie nicht so oft nachzuspülen. Jetzt mal ganz aufs Einfache gezogen. Richtig. Wir sollen ruhig die Klospülung auch zweimal betätigen. Das ist eigentlich kein Problem. Viel wichtiger ist, dass man Stoffe, die ins Abwasser nicht reingehören, auch gar nicht erst reintut. Zum Beispiel, dass man vermeidet, seine Essensreste ins Klo zu schütten. Oder Medikamente. Oder dass man Medikamente nicht ins Klo schüttet. Denn die bekommen wir auch nicht so ohne weiteres voll wieder raus. Das ist ein echtes Problem. Was ist eine sinnvolle Möglichkeit, in Deutschland Wasser zu sparen? 98% des Wasserverbrauches ist das sogenannte virtuelle Wasser, das in den Produkten drinnen, die wir kaufen, konsumieren, also zum Beispiel Wäsche oder Lebensmittel, insgesamt verbrauchen wir in Deutschland jeder Einwohner am Tag um die 4000 Liter Wasser. Und wie setzen die sich zusammen? Jetzt mal ganz konkret. Die Tasse Kaffee, die man zum Frühstückstisch trinkt, die verbraucht zum Beispiel 130 Liter Wasser zur Herstellung. Diese 250 Milliliter Kaffee, die ich morgens trinke, brauchen wie viel? 130 Liter Wasser. Oh, krass. Also weil die Kaffeepflanze groß gezüchtet werden hat müssen und dazu ist viel Wasser benötigt worden. Und wenn man den ganzen Prozess von der Kaffeebohne bis zur Tasse Kaffee, die man zu Hause hat, verbraucht es dann 130 Liter Wasser. Die virtuelle Wasserbilanz von Rindfleisch ist noch um ein Vielfaches höher. Sie berechnet zum Beispiel die gesamte Futtermittelproduktion, die für das Rind nötig ist. Und das verursacht gerade in Ländern mit wenig Wasser große Probleme. Das heißt, wenn ich auf 1 Kilo Rindfleisch verzichte im Monat, dann habe ich tatsächlich so viel Wasser gespart. Dann habe ich 15.000 Liter Wasser gespart. Aber habe ich die auch in echt gespart? Das ist immer das, was ich nicht kapiere. Es ist reell da, zwar nicht in dem Land, wo ich wohne, wenn das Produkt jetzt nicht aus meinem Land kommt, sondern in dem Land, wo es hergestellt worden ist. Wenn ich Ihre Erläuterung jetzt richtig verstanden habe, dann bezieht sich das virtuelle Wassersparen nicht nur auf die Lebensmittel, sondern im Grunde genommen auf alle Produkte des Alltags. Die Welt des virtuellen Wassers. Yvonne betritt Neuland. Was mir bis jetzt absolut nicht bewusst gewesen ist, wie viel Wasser wir verschwenden und verbrauchen für ganz normale Alltagsgegenstände. Ein T-Shirt,
bedeuten 2500 Liter Wasser oder 17,5 Badewannen voll. 250 Gramm Steak, die hat man doch gerne auf dem Teller, bedeuten 4000 Liter Wasser und 28 Badewannen. Und der PC steht auf jedem Schreibtisch. 20.000 Liter Wasser und 140 Badewannen. Und jetzt folgt des deutschen liebstes Kind, das Auto. Unglaubliche 400.000 Liter Wasser oder 2.800 Badewannen voll. Stellen Sie sich vor, da können Sie fast 78 Jahre lang jeden Tag ein Vollbad nehmen. Und was ist mit dieser Flasche? Ja, diese Flasche benötigt auch zur Herstellung ca. 5 Liter. Das heißt, wenn hier ein Liter drin ist, dann habe ich 6 Liter Wasser gebraucht. Richtig, das stimmt. Also wir in Deutschland brauchen eigentlich gar kein Flaschenwasser. Das ist eigentlich in Ländern notwendig, wo einfach nicht genügend das Trinkwasser aufbereitet wird. Wir können ja ohne Bedenken das Wasser aus dem Hahn trinken. Wasser in Flaschen, überflüssig und umweltschädlich? In The Story of Bottled Water sieht die amerikanische Filmemacherin Annie Leonard das ähnlich. Das ist typisch, wenn man Flaschenwasser mit Leitungswasser vergleicht. Ist Flaschenwasser sauberer? Manchmal ja, manchmal nein. Die Auflagen für Flaschenwasser sind aber geringer. Genau das, was der Experte mir erzählt hat. Also für die Herstellung einer Plastikflasche wird nicht nur immens viel Wasser benötigt, sondern natürlich auch Erdöl als Rohstoff und dann die Energie nicht zu vergessen, die gebraucht wird, um das von A nach B zu transportieren. Wahnsinn, was für ein Aufwand nur für die Herstellung von Plastikflaschen. Sinnvolles Wassersparen heißt für mich jetzt, weniger Fleisch zu essen und die ein oder andere Klamotte im Laden hängen zu lassen.